Verschlossen. Ja. Schön. Ihr könnt kein Schlüsselloch und auch keinen Türgriff an dieser Tür entdecken. Ich warte. Erzählt mir mehr davon. Ja. Au. Au, au, au. Ja. Das hat wehgetan. Ja. Jo. Ich bin bereit. Jetzt dürfen wir mal kurz heilen. So. Keine große Herausforderung. Und ich muss sagen, der Helm sieht ziemlich komisch aus an Talisa. So, trag du den Gehörnten. Ich warte. Nun gut. Ja, ein Kambion. Das wird definitiv wieder lustig. Ziehen wir uns mal zurück. Au. Okay, okay. Falle. Geht klar. Das ist keine Einwegfalle. Hä? Wurde aber auch Zeit. Ja. Eigentlich sollte ich hier allgemein Immoin vorschicken. Und vielleicht sollte ich mal in den Soundeinstellungen die Soundeffekte und die Sprache etwas runterstellen. Auf geht's. Ja. Fragt nur, was immer ihr wünscht. So ist das angenehmer für meine Ohren jedenfalls. So, jetzt können wir aber einen Quicksave machen. Ja, sehr schön. Wenn ihr es wollt. Ja, der Kambion hier. Nebenbei wird das Immoin den einfach so attackiert. Skript individuell default. Hm. Ja, lassen wir die mal auf individuell. Da ist Immoin aber recht aggressiv. Ja, der Kambion. Falls ihr euch noch an... Ich geh mal weg. Falls ihr euch noch an Durlaks Turm in Baldur's Gate 1 Legenden, also Tales of the Sword Coast erinnert. Dort haben wir gegen einen Todesritter gekämpft. Und ein Kambion ist so eine Art von Todesritter eigentlich. Also Kambions sind Dämonen. Und wir sind mal so verrückt und lassen ihn raus. Ja, ihr drückt den Hebel der Maschine. Der Dämon, der in dem Kreis steht, wirkt aufgeregt. Die magische Barriere, die ihn umgibt, wurde deutlich schwächer. Wenn man das Rad noch weiter dreht, verschwindet sie vermutlich ganz. Ja. Ihr drückt den Hebel und der ganze Raum wird von einem Summen erfüllt. Die magische Barriere rund um den Dämon verschwindet. Die Kreatur stößt ein Zischen aus und beißt die Zähne lautstark aufeinander. Ist was los? So. Immoin, verpass ihm eine. Sprecht frei heraus. Tiere festhalten, das bringt uns absolut nichts. Zeit aufzubrechen. Er ist aber schon mal gut verletzt. So, unser letztes magisches Geschoss hinterher. Und er ist tot. Er hat halt ein Bastardschwert dabei. Eins plus eins, was wir nicht identifizieren konnten. So, Minsk. Du hast es zwar nicht so sehr mit Schwertern, wie ist jetzt dein ETW? Haupthand 13, Zweithand 18. Was für Waffen kannst du benutzen? Oh, Streitkolben. Da war doch einer im
Vorraum, wollte ich sagen, aber du hast ja hier einen Streitkolben. So, das müsste jetzt jedoch besser sein. Ja, 13, 15. Wenn es das ist, was ihr wollt. Da darf Minsk jetzt mal eine Weile zweihändig draufhauen. Und ja, wir haben einen Cambion getötet und dadurch 6000 Erfahrungspunkte gewonnen. Was beachtlich ist. So. Wir haben noch den Kontrollstein für den Abfluss, wollte ich jetzt schon sagen, für die Kanäle. Das heißt, wir müssen in den Raum hier zurück. Dann macht der Golem uns endlich hier die Türen auf. Und dann müssen wir uns halt mit dem Wächter anlegen. Die beiden da drin hätten wir auch immer noch, die Golems. Die könnten wir jetzt einfach so töten, aber ich lasse sie mal am Leben, dass ihr seht, wofür die überhaupt da sind. So. Ja. Meister, seid ihr das? Ihr habt mir keine Augen gegeben und ich kann euch nicht sehen. Ah ja, ich bin es. Habt ihr für mich die Dienste erledigt? Ich habe die Klärkammer gereinigt und euren Wächter gefüttert. Möchtet ihr, dass ich die Türen zur Grube öffne und mich wieder meinen Pflichten widme? Das euch möchte ich. Öffnet die Türen und erfüllt eure Pflichten. Ihr habt meine Bewegungsfunktion noch nicht in Gang gesetzt. Ihr müsst den Antriebsstein verwenden. Oh ja, hier ist der Stein. Ich beuge mich eurem Willen, Meister. Gegenstand verloren, 3000 Erfahrung eingebüßt. So, jetzt läuft er los. Schließt da hinten irgendwo die Tür auf. Und müsste dann eigentlich wiederkommen. Und da müssten wir raus können. Aus dem Bereich hier. Hier durch und dann uns noch diesen Bereich hier angucken. Ja, man hat gerade gehört und man sieht sogar, dass die Tür jetzt offen ist. Sogar alle drei. Und dass irgendwie auf die Toilette geht. Und ja, das sollen, glaube ich, Toiletten sein. Oder Abflüsse, wo man irgendwelches Zeug reinschüttet. Wobei ich glaube eher, dass es Toiletten sind. Und ja, hier ist jetzt auch offen. Er müsste jetzt auch gleich wieder zurückgelaufen kommen. Das Becken brodelt und dampft, seltsame Lichter tanzen in seinen Tiefen. Für einen kurzen, faszinierenden Augenblick lang wird das Becken klar, voller Staunen könnt ihr beobachten, wie eine Welt geboren wird. Aus Feuer und geschmolzenem Gestein erhebt sich Land und versinkt wieder. Gasförmige Flüssigkeiten... Oh, er ist wieder zurück. Gasförmige Flüssigkeiten treiben über die Welt, verflüssigen sich und verdampfen wieder. Dann beginnen sich die Meere zu bilden und der Funke des Lebens entsteht. Der erste Organismus wird geboren und dann beginnt das Pflanzenleben seinen langsamen, aber unaufhörlichen Siegeszug. Es wird nicht allzu lange dauern, bis es sich auf der neuen Welt ausgebreitet hat. Also ja, Weltentstehung. Die Entstehung von Toril. All meine Arbeit ist erledigt, Meister. Der Wächter geführt hat, es gibt nicht das Geringste mehr für mich zu tun. Sehr gut, dann könnt ihr ruhen. Ja, Meister. Ja, keine große Herausforderung. Ja, das hier war halt das Reich des Djinns. Das Becken brodelt und dampft. Seltsame Lichter tanzen in seinen Tiefen. Ihr starrt hinein und könnt einen kurzen Augenblick auf die Silhouette einer Stadt erhaschen. Es dauert nur einen Augenblick, aber ihr könnt die Geheimnisse mit absoluter Klarheit erfassen. Die Stadt verändert sich und die Zeitalter ziehen vorüber. Die Bewohner lassen ihre primitiven Werkzeuge und Lebensweisen hinter sich. Entdeckungen werden gemacht und der Verstand dieser Leute wächst und verändert sich mit jedem Tag, an dem eine neue Erkenntnis oder Erfindung den Schleier des Unwissens zerreißt. Das Bild verweht und ihr könnt nur noch das Becken sehen.
So, Quick Save. Jetzt kommt ein ziemlich die Dienerin schon erledigt. Schwerer Kampf eigentlich. Spreche ich mal Gesang. So, wir sind gebufft schon mal. Ich warte auf euren Befehl. Ja. Ich warte. Nun gut. So, dann gehen wir mal hier rein. Wir müssen nämlich gegen den Otyok hier kämpfen. Hi. Ihr werdet mich nicht hier festhalten. Ja, was möchtet ihr? Okay, kein Problem. Immerhin, ja. Okay. Aber gerne. Keine große. Ich bin Stirbkreatur. Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. So. Er ist dem Tode nah, aber Minsk ist halt krank, glaube ich, und verlangsamt. So, der ist besiegt. Aber Minsk hat's schon erwischt. So, also heilen wir mal ordentlich. Jetzt habe ich nur noch einen Heilzauber. Und das Vieh hat was gedroppt gehabt. Sehr schön. Also ja, jetzt sind wir hier im Kanalraum, wie man sieht, wo er als Wächter eingestellt war. Auf geht's. Also hier lang? So, immerhin, du guckst nach Fallen. Weil soweit ich weiß, war hier im Raum selber keine Falle. Aber an den Ton bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ein Geschwindigkeitsöl für immerhin. Das ist immer praktisch. Und Heiltränke mal für Yahira. Und einen für Immoin. Da war doch eine Falle. Okay. Noch mehr Heiltränke. Einmal. Was ist das? Stummer Zauber. Kann sie ruhig haben. Und das an Minsk oder an Talisa weitergeben. Ja, der Froststabschlüssel. Die Schlüssel muss ich gucken, ob ich, dass ich alle 6 zusammenkrieg. Ist was verstanden? Eine Kugel, der einmal hell sehen. Mhm. Infravisionshelm. Ja, Hira kann eigentlich schon Infravision. Aber gut, da hat sie wenigstens auch mal einen Helm. Und noch drei. Und noch drei Heiltränke. Okay. Ich warte, wenn ihr es wollt. Tür auf. Ah. Ein Goblin. Muss aber nicht bei dem einen bleiben. Eine Goldmünze. Quick Save gemacht, sehr gut. Wenn Kampf der einzige Ausweg ist, dann sei es drum. Ihr würdet doch wohl keine Frau schlagen. Doch, würden sie, weil das sind blöde Goblins. Das ist, soweit ich weiß, auch ein stärkerer Goblin. So. Zeit aufzubrechen. Schön. Der hat nämlich auch böse Pfeile dabei. Ja, beißende Pfeile. Ja, natürlich.
Und das sieht aus wie Gemächer.